Ja, einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte doch die Gelegenheit nutzen, meiner Fraktionsvorsitzenden noch ein paar Bemerkungen beizufügen. Ich finde das total spannend hier und muss sagen, gerade so bei den letzten Redebeiträgen wird ja eigentlich die Herausforderung der Zukunft sein, der Britzel zwischen Rot-Grün. Matthias Güldner hat einen total interessanten Satz gesagt. Manchmal sprechen wir ja hier auch die Wahrheit. Das finde ich total spannend, weil er meinte ja, Bremen ist erneuerbar und nicht nur auf der energiepolitischen Ebene. Das ist richtig. Wenn ich mich erinnere, vor 4 Jahren, Herr Röwekamp, der damaligen Regierungserklärung haben Sie vorgeworfen, hier würden Parolen des Klaftenkampfs in den Plenarsaal geworfen. Sie haben ausgeführt, und ich darf das zitieren, das ist wirklich ein total klasse Zitat, diese Regierung und die Linkspartei sind nicht einmal 50 Cent auseinander. Ich denke, wir sind uns einig, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Da werden wir uns doch wahrscheinlich in gar keinem Fall widersprechen. Es ist allerdings so, dass die Regierungserklärung durchaus eine Aussage des Klassenkampfs ist, und zwar von oben. Und es ist eher ein grünlicher Faden statt ein roter Faden. Und das ist genau die Entwicklung, die wir gerade vornehmen. Es ist ja ganz interessant, wenn wir mal so durchgehen, wie es aussieht. Die sozial Benachteiligten müssen auf den Prüfstand, die Beschäftigten, die sozialen Einrichtungen. Sie sollen weniger werden, sie sollen weniger kosten und wir sollen aussortieren. Und ich möchte es an 2, 3 Beispielen belegen. Insbesondere frauenpolitisch finde ich es total spannend. Wie muss man denn sein für diese Regierungserklärung? Am besten doch in Leitungsfunktion, bestens ausgebildet, Vollzeit natürlich. Und es wäre auch nicht schlecht, man wäre kinderlos. Da kann man sagen, okay, die 50-prozentige Quote, das ist was für mich. Um mir hier nicht falsch verstanden zu werden, ich bin ja absolut keine Gegnerin der Quote, das finde ich völlig richtig, aber der Fokus ist zu eng. Wie sieht es denn zum Beispiel auf der Staatsräteebene aus? Wie sieht es mit den Ortsämtern aus? Da haben wir doch immer noch einen ziemlich massiven männlichen Überhang. Das muss man doch zugeben. Und wenn ich mir angucke, wie die soziale Schere zwischen den Frauen inzwischen aussieht, wird mir Angst und Bange. Die 90.000 Frauen in Bremen mit geringfügiger Beschäftigung und in niedriger Teilzeitentlohnung, die haben doch von dieser Koalition überhaupt nichts. Die Arbeitnehmerkammer hat eine absolut bemerkenswerte Studie vorgelegt, erst vor wenigen Tagen, zur Frauenarmut in Bremen. Die sollten Sie alle sich mal angucken und durchlesen. Das wäre tatsächlich etwas, was wichtig wäre für die nächsten 4 Jahre. Denn das Armutsrisiko für Frauen ist aus den bekannten Gründen deutlich höher als das für Männer. Und das ist etwas, wo die Lohnquote, also wo der Gender Gap nicht nur 25% auseinander liegt, sondern 40. Das ist das Gender Budgeting, was wir hier eigentlich haben. Und ich sage Ihnen, die meisten Frauen brauchen keinen Aufsichtsratssitz, sondern eine gute Bezahlung. Die Erzieherinnen wüssten gern, wie das funktioniert und die Frauen in den prekären Beschäftigungen an den Schulen und wo sie auch im Öffentlichen dienen, die wüssten das auch ganz gern. Wir haben allein 18.000 alleinerziehende Frauen, die zu über der Hälfte von Hartz IV leben müssen und arbeitslos sind. Die kommen nicht mal in die Nähe eines Aufsichtsrates. Und dann möchte ich noch mal einen Blick werfen auf das Beschäftigungsprogramm der Großen Koalition. Vor 4 Jahren, da hatten wir ehrlich gesagt einen ganz guten Aufschlag. Aber das ist ja letztendlich alles vom Tisch. Da gab es tatsächlich die Auseinandersetzung, wie wir Arbeitsmarkt mit Sozialraum zusammenbringen, wie die betroffenen Stadtteile die Erwerbslosigkeit und tatsächlich auch Beschäftigung sozialräumlich verbinden können. Und Pustekuchen, Bremen produktiv und integrativ gibt es nicht mehr. Da ist vieles prekär und wirklich nicht toll. Und wir sind keine Anhänger dieser Beschäftigungsindustrie. Aber es gab wenigstens einen Prozess, wo sich entsprechend um die Menschen gekümmert wurde. Da gab es eine Aussage, sozialversicherungspflichtige Stellen einzurichten, In-Jobs abzubauen oder Ein-Euro-Jobs. In-Jobs ist ja ein Bremer Begriff. Wir hatten 1100. Dieses Jahr haben wir noch 562 von den sozialversicherungspflichtigen Stellen. Nächstes Jahr haben wir wahrscheinlich gar keine mehr. Getauscht wird nur noch von sozialversicherungspflichtig in Ein-Euro-Jobs. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die wir nicht mittragen können. Dieselbe Gleichgültigkeit, mit der SPD und Grüne auf der Bundesebene Hartz IV eingeführt haben, dieselbe Gleichgültigkeit haben wir auf der Landesebene. Und wir werden nicht müde werden, darauf hinzuweisen. Die neue Koalition verbreitet auch wieder den Unsinn, dass die
Unterstützung der Unternehmen, Arbeitsplätze hervorbringen. Ja, das ist schon richtig, aber nicht für Bremerinnen und Bremer und schon gar nicht für Langzeitarbeitslose. Und es ärgert mich zutiefst, was in der Koalitionsvereinbarung über Erwerbslosigkeit steht. Als müssten die alle erst in tagesstrukturierende Maßnahmen gebracht werden. Als müssten die alle erst lernen, wie man arbeitet. Der allergrößte Teil dieser Menschen braucht nichts weiter als einen Arbeitsplatz und sonst nichts. Bremen, das wissen Sie alle, ist die Hochburg der prekären Jobs. Leiharbeit hat allein 2010 um 29% zugenommen. Der Zuwachs an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, der bezieht sich auf Teilzeitarbeit, auf Leiharbeit und auf befristete Arbeit. Und was ist mit den 1500 Jugendlichen in Bremen und Bremerhaven, die Jahr für Jahr keinen Ausbildungsplatz kriegen? Gibt es dazu irgendeine Aussage? Stattdessen haben wir nach wie vor das Programm Stopp der Jugendgewalt, wo es einfacher ist, jemanden polizeilich zu überwachen, als tatsächlich für eine Perspektive Ausschau zu halten. Das finde ich doch ein Armutszeugnis. Und was ich auch aus meiner beruflichen Perspektive mal zusammenfassen muss, ist eigentlich die Rolle rückwärts in der Stadtentwicklungspolitik. Können Sie sich noch erinnern, dieses zarte Pflänzchen, wo wir gesagt haben, Verknüpfung verschiedener Bereiche, Bildung, Jugend, Kultur, Menschen mit verschiedenem Hintergrund, aus verschiedenen Herkunftsländern? Ja, wo ist das hin? Die sozialen Stadtmittel werden gekürzt. Ist ein Bundesprogramm. Gibt es dafür eine Alternative? Nein. Bremen produktiv und integrativ, gibt es dafür irgendetwas, wird runtergefahren. Lokales Kapital für soziale Zwecke, was ich selber sehr gut kenne, kommt in diesem Koalitionsvertrag gar nicht mehr vor. Übrig geblieben ist Wohnen in Nachbarschaft. Wollen Sie damit wirklich alle Löcher stopfen? Wie soll das möglich sein? Stattdessen wird, wie nannte es so schön Herr Börnsen, der Masterplan wird quartiersweise entwickelt und da wird der Fokus auf sowas wie die Überseestadt gelegt oder Stadt Werder, das City-Resort in Hornlehe bei dem Technologiepark. Das ist das Nächste, was wir uns ansehen werden. Der Bahnhofsvorplatz, zubetoniert. Also ich meine, das ist eine Stadtentwicklungspolitik, wo man ganz klar sagen muss, es hat sich was geändert. Es hat sich wirklich was geändert und das ist festzustellen. Wir machen nicht einfach weiter wie bisher. Es wird anders werden. Und das ist richtig eine bittere Pille. Im grün regierten Sozialressort, da gibt es wahrscheinlich jetzt schon eine Liste von Projekten, die wir demnächst nicht mehr haben werden. Da fällt es einfach unangenehm auf. Es gibt keinerlei Bestandsgarantien für Selbsthilfe, für Beratungsprojekte, für Frauenprojekte, für Jugendprojekte. Nichts dergleichen. Die kommen ebenfalls nicht vor. Wir werden Gespräche führen und Lösungswege suchen. Ja und? Man kann das ja fast schon als Drohung auffassen. Und das gilt auch für die Mitarbeiterinnen der stadtteilbezogenen Jugendprojekte, im Übrigen auch meistens Frauen. Und da konnten Sie jetzt in Interviews entnehmen, die haben wohl anscheinend jahrelang auf der Speckseite gelebt, jetzt werden sie durchgecheckt und geprüft und mehr oder weniger ein Stück runterminimiert. Ja? Dass ihre Arbeit vielleicht nicht effizient ist oder womöglich sind sie Trägerin einer Doppelstruktur. Das ist letztendlich die Aussage, die wir aus diesem Vertrag und auch aus den Interviews, den Verlautbarungen und der Presse jeweils uns anhören können. Und das finde ich eine Perspektive, die können wir nicht unterstützen und die teilen wir selbstverständlich auch nicht. Wir werden diesen sozialen Angriff nicht hinnehmen. Wir werden um jeden einzelnen Beschäftigtenplatz und alles kämpfen mit Zähnen und Klauen, was an sozial Benachteiligten sich bei uns meldet und die wir unterstützen können. Und das werden wir die nächsten 4 Jahre mit Akribie tun. Und wir werden nicht verschwinden. Dankeschön.